Elia Stefanescu für GMP1TV. Wir sind bei der Cage-Fight Series Nr. 8 hier in Graz und Mario Wittmann an meiner Seite, der leider eine Niederlage einstecken musste gegen starken Ungarn, Andro Filo. Er hat dich erwischt am Käfig in der zweiten Runde, abgesprawlt kurz und dann mit harten Fäusten. Woran erinnerst du dich noch? Was hast du noch so im Kopf vom Kampf? Hi Leute, hi Ground & Pound TV. Erste Runde war ganz locker, ganz ausgeglichen, war ganz gut, habe mich gut gefühlt. Hat mir auch Spaß gemacht, gegen ihn zu kämpfen, ganz ehrlich, war super. Habe mich auch eigentlich sicher gefühlt. Zweite Runde ging es eigentlich genauso weiter, harte Kicks gemacht. Er hat auch ein bisschen mitgekickt, war ganz witzig. Ich habe ihn ausgesprawlt definitiv, kann mich leider nicht so gut daran erinnern. Ich habe meine Hände beide auf den Boden getan, wegen den neuen Rules, damit ich keine fange und sowas ist schnell passiert, aus Versehen. So, und dann muss ich überlegen, ich glaube, dann kamen zwei von der Seite, kurz übers Ohr oder am Kiefer, glaube ich nicht, das Kiefer tut mir auch gar nicht weh, überhaupt nicht. Dann war es auch eigentlich schon vorbei, ich konnte auch da nicht mehr raus, ich weiß es auch nicht mehr dann genau, es war kurz vom am Ohr oder so, knapp so, und dann war es leider auch schon vorbei, weil normalerweise was, ich kann auch nehmen, das macht gar keinen, ist mir eigentlich egal, aber Props an ihn, hat er gut gemacht, kann ich nichts machen, war ein taffer Gegner, super. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, er hat versucht, dich abzusprawlen, als du den Takedown gesucht hast. Das hast du in der ersten Runde aber auch schon mal versucht, den Takedown anzusetzen. Er hat dich, glaube ich, in der ähnlichen Situation auch wieder an den Käfig gedrückt. Dort hast du deine Hände dann auf den Boden gestellt. Wahrscheinlich, da du dachtest, vielleicht kommt jetzt ein Knie, um sicher zu gehen. Und in der Situation hat er dich in der zweiten dann erwischt. Ist natürlich etwas blöd gelaufen, sage ich mal. Man trainiert ja diese Situation, aber du weißt ja selbst, im MMA-Kampf, jeder Schlag kann entscheidend sein. In der ersten Runde habe ich den Takedown gesucht, weil ich mir dachte, es wird knapp. Die Runde wird knapp, da war ich mir sicher. Dachte mir, wenn ich mir jetzt einen Takedown hole, safe meine. Aber das hast du schon gut gesagt. MMA ist alles möglich. Ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ich habe ihn schon stark eingeschätzt, weil ich habe gesehen, gegen wen er gekämpft hat. Eigentlich nur UFC-Leute, aber auch an solche Leute müsste ich normalerweise vorbei. Ich habe einen leichten Weightcut gehabt, kann es mir nicht erklären. Tut mir selbst leid irgendwie in der Seele, das schmeißt mich extrem zurück. Jetzt muss ich mal schauen, was der nächste Plan ist. Steht schon was an oder musst du jetzt erstmal überlegen, dich mit deinem Team beraten? Ja, ich liebe es zu kämpfen. Am liebsten würde ich jede Woche kämpfen. Ich springe auch immer relativ kurzfristig ein. 18. Februar war noch was geplant. Mal schauen, ob das noch zustande kommt. Das sind noch ein Monat, auch 84 Kilo. Dann war eigentlich schon wieder GMC geplant gewesen. Hatte auch schon zwei Gegner, die ich gerne kämpfen möchte, aber jetzt muss man mal schauen. Jetzt muss ich mir ein bisschen überlegen, wie es weitergeht, was ich mache. Es enttäuscht mich sehr. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, mal sehen. Kopf hoch, MMA, das passiert. Safety first in dem Fall. Erhol dich erstmal und dann freuen wir uns, dich hoffentlich bald wieder in Aktion zu sehen. Danke dir, Mario. Alles klar, danke schön.